Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bioshock Infinite. Wir haben das letzte Mal uns hier mehr oder weniger hochgeschlichen. Naja, was heißt mehr oder weniger? Wir haben uns wirklich hier hochgeschlichen an diesen ganzen Lauschern vorbei. Ich weiß wirklich nicht, ob die wirklich Lauscher heißen, aber ich glaube schon. Weil man darf sich halt nicht in deren Sichtfeld begeben. Ansonsten kann man so viel Lärm machen und an denen vorbei. Die haben zwar so einen komischen Helm, der sieht irgendwie aus, wie als könnten die alles hören. Aber das können sie irgendwie nicht. So, aber wir machen jetzt hier Sicherheitstor öffnen. Rette Elizabeth. So sollte ich runter und zu Elizabeth kommen. Auf geht's. Hi! Junge! Gut. Ich habe mich doch nicht ganz so krass erschrocken, wie ich jetzt dachte. Ach, das sind ja nur normale. Alles klar. Dann können wir hier mit Blitz gegen die angehen. Okay, aber vielleicht nicht mit der Pistole. Ich bin echt nicht gut mit der Pistole. Wir haben eine Schrotflinte. Au. Bam, Double Kill, Junge! Oh. Oh, shit. Ich bin blöd. Headshot! Wenigstens jetzt mal. Das waren alle, oder? Geil. Die haben wieder das MG. Dann nehme ich das doch mal. Ich mag nämlich echt die Pistole nicht, weil ich mit der nicht so gut bin. Und das ist doch eigentlich auch unschlau, eine Waffe zu nehmen, mit der man gar nicht so gut ist. So, das war übrigens hier... Oh, ja, ich hasse es, ne? Jedes Mal wieder. Jedenfalls war das so die Erschreckerszene, vor der ich Schiss hatte. So ein bisschen. Das heißt ein bisschen, vor der ich halt wirklich Schiss hatte. Aber gut, ich war jetzt auch vorbereitet, ich habe mich nicht erschrocken. Ich habe mich ganz cool umgedreht und gesagt, hi. Ey, da steht ein Geschenk. Stand das da eben auch schon? Also im letzten Part? Stand das da auch schon? Ey, wenn das da schon stand, wie blind sind wir denn bitte? Ja, das wissen wir doch. Nach jedem erfolgreichen Kill bis zu 5 wird der Schaden von Waffen erhöht. Wird 10 Sekunden nach dem letzten Kill zurückgesetzt. Was haben wir denn sonst? Nee, das mit dem Überspringen finde ich immer noch zu cool. Deshalb nehmen wir die zwar mit, aber wir legen sie nicht an. So, jetzt haben wir auch gut Schuss mit der mit dem MG. Hm, wir könnten eigentlich mal weitergehen, ne? Hier ist noch was für die Shotgun. Achso, nein, Shotgun haben wir auch voll. Wir müssen ja hier lang. Aber hier sind ja auch noch Leute. Hi! Oh, da sind ja noch mehr. Humsa. Moment. Double Kill? Kommt hier ruhig mal alle angelaufen. Oh, hi. Das ist schlau von denen, dass sie hier alle um die Ecke gelaufen kommen. Hm, aber nicht alle. Nicht, wenn ich dich... Ach, okay, das lassen wir mal lieber. Das ist nur Munitionsverschwendung, was wir hier betreiben. Kommt ihr jetzt mal hergelaufen? Oh. Die haben auch keine Munition dabei, ne? Gut, machen wir das halt so. Du auch? Waren doch jetzt alle, oder? Ja, gut. Wie kommen wir denn da rüber? Ich würde da ja gerne hin. Oh, kriege ich jetzt nicht die Munition von denen? Das finde ich aber schade. Naja, gut. Jedenfalls haben wir das eigentlich ganz gut überstanden. Einfach zuvor, yay! Morgen kommt die Leine ab. Denn all das muss einmal ein Ende haben. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre,
Werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, die ich mir aussuche? Und wenn ich ihn herhole, wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? Ah. Ja, hier waren wir ja überall schon. Hier waren ja auch, also zumindest da kamen wir ja her, da waren ja auch überall diese Lauscher. Aber jetzt müssen wir hier hoch. Puh, und werden jetzt... Ach nee, runter. Oh, was rede ich denn? Runter und Elizabeth retten. Oh, ihr wisst gar nicht, wie lieb mir das ist, dass jetzt hier wieder normale Gegner kommen. Und nicht diese blöden Lauscher. Ja. Ich höre Elizabeth. Oh. Upsi. Ein großer Raum. Sind hier noch Lauscher? Aha! Hier sind wir. Ach, okay, ja, ja, ich verstehe. Wir sind ja hiermit hochgefahren. Ey, ich bin auch schon wieder ganz bekloppt geworden. Hier haben wir ja die Tür aufgemacht. Ey, sorry, dass ich so ein bisschen verpeilt bin, aber das ist so... Dieser Teil des Spiels ist einfach purer Stress für mich gewesen. Ach, die Lotus ist mal wieder. Ein Riss. Was ist das? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Hm. Die Lotus sind auch irgendwie so ein ganz großes Mysterium. Da steht sie doch. Ich glaube, da vorne steht sie. Okay, hier können wir ja runter. Leiten die Irren das Irrenhaus. Hi. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Och, wie sieht sie denn aus? Nur zusehen, wie sich das voll die alte Frau. Hier steht aber auch weibliche Stimme, nicht Elizabeth. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören. Ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Ja, wollen wir ihre Hand wirklich nehmen, ist die Frage, ne? Aber ich denke, uns bleibt keine andere Wahl, ne? Ist ja echt schon voll die alte Frau. Hi. Das ist aber nicht unsere Ellie. Boah, geil. Coole Aussicht. Den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter, das sind die Vox Populi, oder? Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich habe dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was ist denn das jetzt? Was ist das? Es ist ein Käfig. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis. Wie man nicht ich wird. Na toll. Juhu. Phonograph benutzen. Na toll. Was kommt denn jetzt noch? Hm, daran erinnere ich mich aber nicht mehr. Word of the Prophet. Ich bin zurück. 1912. Woher weiß er denn, welche Zeit ist es? Es ist noch Zeit. Kann man hier rein? Ach so, wir sind jetzt hier, bevor sie verschwunden ist. Elizabeth! Tür öffnen. Auf geht's. Wenn sie sich wehrt, setzt die Maschine ein. Wenn sie einen Riss... Comstock, was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Scheiße. Scheiße. Wir müssen diese Maschinen irgendwie ausmachen. Oder? Wir kommen hier ja nirgends wie rein. Ich muss da rein. Vielleicht
wenn ich diese Maschinen oben stoppe. Ja, genau. Also gehen wir jetzt mal hier hin. Folgen dem wunderbaren... was? Oh. Ich hänge hier an der Kante fest. Boah, wie viel der Kerl aushält, ne? Brenne in der Hölle! Kommen da jetzt noch welche von hinten an? Ey, wir haben bald nicht mehr so viel Munition. Müssen wir ein bisschen nach vorne gehen. Und dann die Schrotflinte gewinnbringend einsetzen. Ich mag die ja. Ich hänge jetzt hier auf dem blöden Sofa fest, ne? Ich glaube es ja nicht. Oh, Kopf abgeschossen. Geil. Dem auch. Alter, voll brutal, ne? Wenigstens hat er eine Banane und ein Sandwich bei. Cool. Lecker. Oh, und Munition für unseren Gegner. Sehr schön. Ach, nicht schon wieder. Ganz ehrlich. Nein. Oh, da ist noch eins. Oh Gott. Nachladen. Nein. Du gibst mir nicht. Na! Ah! So. Okay. Was hat der hier? Ach, die Shotgun. Dann laden wir mal nach. Können wir das hier nämlich... Achso, haben wir schon aufgesammelt. Gut. Brauchen mehr Munition für das MG. Und hier könnten wir aufmachen. Wenn wir denn Elizabeth bei uns hätten. Was haben wir hier? Elizabeth ist beschäftigt. Ach, was? Beschäftigt ist ja sehr schön ausgedrückt, ne? Achso, wir müssen aber da lang. Was ist denn hier? Ah! Nein. Danke. Hier ist es so eng. Falls hier noch einer rumgimmt. Jo, Junge! Hi! War der überhaupt böse? Ich weiß es nicht. Okay, Nummer 1 ist aus. Oh, super. Salsa. Oh, da müssen wir rein. Da müssen wir unbedingt rein. Denn so spricht der Prophet. Was geht denn jetzt ab? Ich sag doch, der schickt doch. Ach, hey. Oh, scheiße. Ey, ich gebe alle Munition her. Nur für den kleinen Wichser. Ey, scheiße. Lad mal nach. Oh, Gesundheit. Gut. Hopp. Ein Patriot. Okay. Das muss ich jetzt einfach tun, weil... Ey, komm, wenn die uns jetzt schon so einen Kerl hier entgegensetzen, dann ist das ja wohl ein Muss. Waren wir hier schon? Nö, ne? Ach, du bist gar nicht böse, ne? Gib mir doch doch... Hallo, ich möchte das Salz haben. Alter.
Danke. Danke. Nee, wir legen jetzt erst den Hebel um. Das war ja schon die zweite Maschine. Gut, gut, gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Ellie. Mach sie platt. What the fuck? Alter. Okay, das ist... Nein. Nein. Okay, wir können uns gerade sowieso nicht bewegen. Ach so, wir sind hier ja hinter Glas. Alter. Hauptsache, sie holt erstmal einen Tornado her. Ich häng fest. Ja, danke. Danke, Booker. Ach so, ich häng doch nicht fest. Wir nehmen aber erstmal die Shotgun. Aber falls sich uns irgendwas in den Weg stellen will, ey, es wird sowas von weggefickt. Da kenne ich nix. Wenn wir jetzt schon unsere Super Minigun haben. Wir müssen da unbedingt in diesen einen Raum rein, wenn wir hier Ellie befreit haben. Ich nenne sie gerade mal einfach liebevolle Ellie. So, wir befreien sie jetzt auch ohne Umwege. Hallo? Mäuschen. Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das. Ihh, was hat sie denn da am Rücken? Voll den fetten Pickel. Ey. Aua. Haben die ihr Lebensenergie abgezapft oder was? Oder Rückenmark. Vielleicht hat die ein besonderes Rückenmark. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies. Lies es. Binde das Korsett. Wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab Booker. Nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer wir nach... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Sie will ihr quasi... sie will ihr... Was? Er will ihr diese Schuld nicht aufhalsen. Achso, hier kommen wir gar nicht durch. Rennt sie jetzt vor? Oder... warum hängen wir eigentlich gerade überall fest? Das geht doch nicht. Okay, wir kommen nicht zurück. Aber da... Hier steht noch Zeugs. Super. Woher weißt du das? Huch, das ist ja auch kaputt. Wie lange? Geh nach draußen und suche nach Comstocks Flaggschiff. Huch, auf einmal ist sie bei mir. Huch, seltsam. Okay, da müssen wir hin. Aber wir haben noch bestimmt genug Lockpicks für den Shit hier. Drei Stück braucht man ja nur. Sieht kinderleicht aus. Mach mal auf. Da drin war noch ein cooles Upgrade. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie mal Gesundheit. Wenigstens ist sie jetzt wieder bei uns. Vielleicht steht da drin irgendwas Cooles. Geld. Ananas. Immerhin ein bisschen was. Infusion nehmen. Wir nehmen eine Gesundheitsinfusion. Dann haben wir nämlich wieder voll. Voll der Trick. Ah, Dr. Harrison Powell. Er sollte uns sehr helfen bei dem Problem, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sattern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Ist aber ein sehr schöner Vergleich mit dem Pavlovschen Hund, ne? Falls das jemandem etwas sagt. Wir werden dieses Schloss noch nicht knacken. Das machen wir in der nächsten Folge, denn unsere Zeit ist hier wieder um. Und ich verabschiede mich von euch. Das nächste Mal werden wir dann auch hier diese wunderbare Minigun einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob die in dem Spiel überhaupt Minigun heißt. Aber es ist eine Minigun, irgendeine Art von Minigun. Und unsere Shotgun werden wir auch wieder gewinnbringend einsetzen. Das sag ich gerade irgendwie gerne. Ich weiß auch nicht warum. Naja, ich mache erstmal für heute Schluss. Wir sehen uns dann im nächsten Part Let's Play Bioshock Infinite wieder. Bis dann!